Da war die Blumenfrau. Bei den Rüstungshändlern gab es, glaube ich, bei dem Waffenhändler Kriegskunstexperte und bei dem Rüstungshändler schwere Rüstungsexperte. Schild weiß ich gar nicht. Brauchst du das? Ups, ich habe gerade irgendwas umgedreht. Brauchst du überhaupt noch Schild? Fertigkeiten? Ja, du brauchst noch Schild. Okay, dann gehen wir einmal zu der Trainingshalle hier. Sprechen da mit dem Nahkampftrainer, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass, wenn es da gewesen wäre, wir es vor kurzem schon gemacht hätten. Und wenn nicht, dann nochmal zum Schmied. Luftbogen, Armbrust, nein. Schwert, Streitkolben, Axt, nein. So. Da. Ausbildung. Luft, Bogen, Arm, Brust, Schwert, Streit, Golben, Axt. Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich das System von den Notizen auf der Karte zeichnen echt super finde. Das ist schick. Eine Kleinigkeit, aber echt schick. Gut, wir wollten jetzt zum Rüstungsschmied. In der Hoffnung, dass es da neben dem Experten für schwere Rüstung auch ein für Schilde gibt. Sonst hätten wir hier nämlich gar keinen. Genauso wie wir auch für Luft und Wasser und Feuer und so weiter hier keinen haben. Richtig, du hattest noch nichts. Nö. Mystik bräuchten wir, Feuermagie bräuchten wir, Erdmagie bräuchten wir. Ich glaube, das war schon. Ja, das war schon. Kein Haus. Kein Haus. Ein Haus. Gute Zwergenrüstung. Nee, wir können nur Sachen reparieren. Wir haben keine kaputten Gegenstände. Schade. Irgendwas Blaues? Ja. Dirk, du könntest eine feuerabweisende Bronzerüstung der Feuergopplung nehmen. Drei Vergeltungsschaden Feuer. Wenn er spottet, macht das sogar echt Sinn, aber drei Feuerschaden ist ganz schön wenig. Also jetzt schon. Ich will nicht wissen, wie das später ist, in ein paar Leveln. Da wird es wahrscheinlich fast gar keine Relevanz mehr haben. Außer es skaliert halt wiederum mit dem eigenen Level oder dem der Gegner. Vier Widerstand gegen Feuer, Mann. Wie teuer bist du? Sechs? Dafür, dass wir unser Gold zusammenhalten wollten, ist es gleich alle. Das, nee. Wie viel mehr Rüstung machst du? Gar nichts, du hast schon eine Bronzerüstung. Nee, komm, ich gebe jetzt nicht 650 Gold aus für drei Feuerschaden pro Gegnerschlag. So. Noch irgendwelche Türen? Nö. So, also gefühlt... Oh, wir könnten nochmal ganz kurz in der Kaserne gucken. Stadtgarnison, ja, ist auch fast eine Kaserne. Meister der Ausdauer und keiner von den anderen Jungs hier hat irgendwelche Trainingsfähigkeiten. Das ist schade. Okay, was war mit dem NPC hier am Anfang? Ist er noch da? Nein. Schade. Und du wirst uns nicht aufs Boot lassen, ne? Reisen nach Katal? Nö. Reisen zur Klippe? Nein. Raus. Nö. Also sieht so aus, als wenn die letzten Sachen, die wir bräuchten, Schild, Feuer, Erde, nicht hier gelernt werden können. Die Expertenringe. Müssen wir also im Auge behalten, wenn wir später nach Sea Haven kommen. Das heißt, wir verlassen jetzt die Stadt. Waren ja auch lange genug hier. Und Essen haben wir. Ja. Und werden jetzt die Diebe aufmischen. Damit sie den Auftrag erledigt bekommt und wir dann Richtung Akt 2 gehen können. Obwohl, warte mal, waren das die Diebe, die im Dickicht waren oder in diesem komischen Schloss? Das Schloss war das Ende von Akt 1, das weiß ich noch. Da hatten wir später den Auftrag bekommen, die Augen und Ohren zu sein für morgen. Die Diebe waren vorher. Okay. Also wir suchen jetzt ein Diebesdickicht. Da räuchern wir die Diebe aus. Danach gehen wir zu dem Gebäude, wo wir schon mal drin waren, aber nicht weiter konnten.
was halt für das Ende des Aktes 1 zuständig ist, machen das da und haben dann später Zugang nach Sea Haven und können dann das richtige Akt 2 mal erleben. Oh, und die Blumen nicht vergessen. Sehr gut. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Right. Deswegen sind wir hier. Wir wollen die Brigands umbringen, Talana. Aber das finde ich praktisch. Das ist schon ein bisschen fast zu aufdringlich. Hier, du hast einen Questgegenstand. Du musst ihn hier benutzen. Drück jetzt. Aber trotzdem ist es praktisch, weil ich hätte sonst auf jeden Fall vergessen. So. Something is coming our way. Be ready. Benachrichtigung. Ihr legt die Blumen für Orlines Bruder, Severin und die anderen während des zweiten... hin. Yes! More glory! More glory. Ganz viele Erfahrungspunkte. Trick. Vitalität. Wahrnehmung. Macht, Macht. Kann er mal wieder ein bisschen aggressiv werden. Du... Nee. Kannst die Axt jetzt steigern. Bringt auch jedes Mal 5% Punkte. Oder du fängst mit der Kriegsführung an, damit du ein bisschen besser und öfter spotten kannst. Ich glaube, das macht sogar fast mehr Sinn. Vermindert den Angriffswert Abzug um 4. Oh, das ist sehr wichtig. Und das ist auch sehr gut. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass wenn man die schweren Rüstungen trägt, dass man immer diesen Abzug um Angriffswert hat. Den hat man aber anscheinend nur, wenn der Skill niedrig ist. Das heißt, selbst mit schwerer Rüstung können wir später recht gut im Nahkampf sein. Solange wir es halt dementsprechend skillen. Das heißt, jetzt haben wir schon mal 8 weniger Angriffswertabzug. Die Rüstung macht, glaube ich, 12. Also wenn wir noch 2 Punkte darauf verteilen, macht die Rüstung gar keinen Abzug mehr. Gut, die bestätigen. Du hast keine Punkte, du hast 3 Punkte. Ja, wo kommen die denn jetzt mal hin? Mystik und Feuermagie war das Wichtigste, das hat sie schon oben. Primärmagie. Dazu müsste ich wissen, wo welcher Zauber hingehört. Zauber. Arkane Abwendung ist Primärmagie. Das ist schon ganz schick. Und vor allem, es hält 6 Runden lang. Ja, ich denke, Primärmagie ist da schon ganz praktisch. Aber wenn wir jetzt Dunkelheit zum Beispiel steigern würden, dann könnten wir jetzt länger nach Fallen suchen. Ah, ist nicht so wirklich tolles. Also ja, Primärmagie. Fertigkeiten, Primärmagie. So. Da. Bestätigen. Vitalität, Geist. Guck grad mal. Nö, okay. Magie, Magie. Bestätigen. So, wo waren die Brigands? Da ist ein Brunnen. Hier unten war der Leuch... Was? Wie sind wir hier hingekommen? Achso, von unten. Die Karte ist ja immer nur ein Ausschnitt. Das da sieht so aus, als wenn das der Diebeswald wäre. Also gehen wir jetzt mal nach Norden. It's the perfect day to begin a journey. Ja, der perfekte Tag für eine Reise. Benutzen können wir dich nicht, du komisches leuchtendes Runending. Nee. Zu viele unaufgedeckte Felder. Something is coming our way. Be ready. Also, du bist kein Gegner, ne? Nee. Hier irgendwelche Truhen oder so? Robbe fühlt sich gesegnet. Oh, was sieht... Oh. Nee, die wollen wir nicht angreifen. Ich will hier nur ein bisschen plündern und looten. Ah, hallo Riesenspinne. Hauen. 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 Nein, nicht... Weg mit dir. So, was haben wir da? Ein magischer Ring, Gold und Klimbim. Ganz viel Zeug, jo. Aber nee, die Banshees gehe ich nicht an. Die werde ich erst versuchen, wenn wir einen gewissen Zauber haben, der uns vor deren Stun beschützt. Auch wenn ich nicht weiß, was genau das war. Ob es ein Stun war, eine Verwirrung. Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir nichts mehr machen konnten mit allen 4 Charakteren. Und das ist ganz schön krass gewesen.
Also dem kleinen Intro-Video, das ich zu Akt 2 gemacht hatte, hatten wir ja auch wieder gegen Banshees gekämpft, und zwar gegen die neuen Banshees, aber nicht hier, sondern in einem Dungeon in Akt 2. Und da kam der gar nicht dazu, wirklich irgendwas zu zaubern. Something's coming our way. Be ready. Vielleicht hat er auch gar nicht mehr diesen Zauber im Repertoire, weil es war ganz schön Overkill. Oh, so das? Der Navia-Fluss. Nach Seahaven gehen Norden, nach Kaltar gehen Südwesten. Okay. Oh, Kiste. Ja, nur Tinnef. Hinten ist wieder so ein Obelisk, oder ist es der gleiche? Ein Bär? Ne, ein Wolf. Ich dachte schon. Komm her. Ja, du. Du bist erzürnt. Zeug, Zeug. Und weg mit dir. Stufenanstieg. Das ging ja flott. Okay, die zwei hatten auch nicht wirklich eben gerade. Vitalität. Geist. Magie, Magie. Schädigen. Oh, das ist jetzt doof. Dadurch, dass der Mietling jetzt mit im Inventar aufgeführt wird, überdeckt er das Feld hier zum Draufklicken beim Level Up. Du wolltest Wassermagie steigern, damit du auch Angriffszauber hast. So, könntest du auch Experte da werden. Und nächster Stufenaufstieg wird dann Mystik, Lichtmagie und vielleicht ein Ticken Ausdauer. Bestätigen. Gerugon. Du wolltest unbedingt zwei Waffen steigern. Richtig? Oder war noch was anderes? Du könntest Armbrust weiter steigern, aber. Ja, nee, das ist okay so. Bestätigen. Jo. Vitalität. Wahrnehmung. Nö, macht, macht. Bestätigen. Da kommt hier ja kleine komischen Spinnendinger. Die gönnt mir gar nichts. Die sind inzwischen ziemlich stark geworden. Und kann ich immer noch nicht one-rounden. Okay, so stark ist er wohl doch noch nicht. Du, komm her. Hey. Hauen. Hauen. Er hat gerade 40 Schaden gemacht und direkt nur 30. Wollte ich nur mal festhalten. Weg mit dir. Erstmal zum Offensichtlichen, nämlich dir. Ihr lest die Inschrift. Eure Reise beginnt vor den Toren von Seehafen. Jetzt geht 9 Schritte in Richtung grausames Meer. Okay. Hier ist nichts, nichts. Ich gehe jedes Feld ab, nur für den Fall, dass hier. Oh, die müssen rasten. Nur für den Fall, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Was zum Graben oder Aufdrücken oder so. Ne. Okay. Schlafen wollt ihr? Das passt uns eigentlich ganz gut, Talana ist eh gerade ziemlich leer, was die Zauberpunkte angeht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur rechts rum? Oder wo war das? Ach nee, das ist gar nicht das Dickicht. Das ist die Ruine mit den Banshees. Realer Wächter. Wo waren dann die Räuber? Hier hinten war auch noch ganz viel. Gehen wir mal an dem Haus vorbei und gucken uns hier im Osten um. Hier war, glaube ich, auch irgendwo noch eine Höhle. Something is coming our way. Be ready. Wait. You hear that? Nö, ich. Nah. No, it's nothing. Ja, gar nichts. Achso, auf der Insel waren wir schon. 404 Obelisk. Hä? Das habe ich nicht eingetragen, sonst wäre es blau. Da oben sind noch ein paar Felder, die können wir uns kurz angucken. Und es gab anscheinend Respawn. Sonst hätten wir jetzt nicht gerade. Doch. Deswegen. Oh, Schatztruhe. Deswegen dem Drachen das Gelbe. Also, weil hier war die Höhle und da war der Drache drin. Und danach hatten wir und davor auch durchgehend die Gefahrenanzeige, weil es halt eine Drachenhöhle ist. Da stellen sich direkt Barthaare auf. Alles mit. Ja, doch.
Magischer Helm ist bestimmt was wert. Was war das? Achso, es war nur eine Öllampe in einem Stein, okay. Noch einer von diesen komischen Steinen. Wow. Alle Gruppenmitglieder erhalten 10% Widerstand gegen alle 7 Magieschulen. Das sollte ich mir merken. Tem, nicht Tino. Tem plus 10. Resi. Stein. Annehmen. So, da unten noch in die Ecke. Dann gucken wir uns woanders um. Noch ein Schrein. Der strahlende Streiter für Wahrheit, Ehre und Gerechtigkeit. Am Elrastag sollt ihr hierher kommen und beten. Elrastag. Elras Segen. Schlafen? Heute ist nicht Elrastag. Schlafen? Heute ist nicht Elrastag. Schlafen? Ich hoffe, es ist ein Wochentag und kein Monatstag. Und ich glaube, wir schlafen auch immer nur 8 Stunden. Haben wir einen Kalender? Weltkarte? Menü. 15. Tag der Sonnenblüte. Elrastag, das schreibe ich mal auf, warte. Am Elrastag hier beten. Das markiere ich nochmal ein bisschen extremer. Weil es scheint wichtig zu sein. Dadurch kriege ich bestimmt diesen Segen hier. Da, Elras Segen. Was permanent aussieht. Ja, ich höre nichts. Oh. Klemmbüben zum Verkaufen, sehr gut. Eventuell kriegen wir das Packpferd ja drüber voll, oder? Glaube ich nicht wirklich. Da wir gerade nämlich alle unser Essen verballert haben, müssen wir demnächst schon wieder in die Stadt. Wir können aber vorher noch gucken, wo die Banditen sind. Also da ist diese komische Grabesanlage, wo wir nicht rein können. Das heißt, wir müssen weiter südlich. Am Leuchtturm vorbei. Genau. Bisher kein Respawn hier. Sagt die Karte jetzt. Die Karte sagt, da hinten ist ein Brunnen und da geht's weiter. Okay, das machen wir ein bisschen anders. Es gibt jetzt einen kleinen Cut. Ich laufe dann off-camera kurz in die Stadt, hol was zu essen, komme wieder hierher und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter mit was Neuem zu essen. Damit wir uns den Weg sparen. Also bis gleich.